Hallo, ich bin's wieder, euer Planet Crafter. Dieses Video heute spielen wir Winterresort Simulator. Das ist ein neuer Simulator, der ist vorgestern rausgekommen auf Steam für 30 Euro und den werden wir jetzt spielen. Und ja. Ich verpacke jetzt erstmal mein Auto ein. Danach mache ich die Piste, danach fahre ich hoch, natürlich mit Essen. Für die Hütte da oben. Wahrscheinlich wissen die meisten nicht mal, was dieser Simulator ist, nehme ich an. Im Simulator muss man praktisch das Gebiet verwalten, muss auf die Kosten achten und ja, aufpassen, damit man nicht pleite geht. So. Fahren wir mit dem Pistenmodi los. Mal Licht erstmal einmachen. Vielleicht dann auch noch Licht an. So, vielleicht gehen wir jetzt hier auch noch mal in die Außenansicht. Oh, was? So. Repariere ich hier erstmal ein bisschen die Piste. Das spule ich vielleicht auch vor. Da sehen wir wieder. Jetzt versuche ich verzweifelt hier einzuparken. Nachdem ich jetzt ein bisschen die Piste gemacht habe. Ich lasse das Licht einfach an. So, jetzt kaufe ich hier ein. Ich guck mal kurz. Die Piste ist. Ja. Ganz repariert. Ich habe bis jetzt nur unten gemacht, weil ich habe dafür einfach keine Zeit mehr, um hochzugehen, weil ich habe bis 38 Zeit, weil dann öffnet das Skigebiet. Ich muss doch die Gondeln einsetzen in den Hütte beliefern. Also nicht gerade. Shop dann gleich. So, jetzt aussteigen und das erste, was ich eingekauft habe, natürlich was für die, was zum Einkaufen, alles was zum Essen. Das Wichtigste, man hat auch oben gesehen, dass es Geld ein bisschen runtergegangen ist und ja. Das Ziel ist hier immer im Plus zu bleiben, also nicht richtig ins Minus zu gehen, wie ich gerade hier. Bis 22.000 Euro. Ich noch nichts gemacht habe, nichts. Nur von der Ware darf ich natürlich nichts runterfallen. Und jetzt ist los. Ah. So. Ich muss dann ins Plus kommen. Wenn man nämlich in diesen Bereich kommt, dann kann, glaube ich, der Lift und so abgestellt werden. Also dann wird bestehen, weil man die Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. Und nein. Warum bin ich gerade so vom Weg abgedriftet? Ja. Das gerade war halt sau langweilig, weil da muss man einfach immer nur hoch und runter fahren. So. Und es war halt nur spannend. Es ist zwar auch nicht viel spannender. Ja, aber. Ich darf halt keine Fracht runterfallen. So. Jetzt geht's hier hoch.
ich habe hier übrigens automatisch schalten. Da muss ich nicht immer schalten und vielleicht fahre ich das hier auch mit dem Lenkrad. Das kann man nämlich auch dann auch mit dem Lenkrad fahren. Warum habe ich kein Licht an? Das ist auch schlau, Licht anzuhaben. Man kann die Pisten auch reparieren lassen, aber das kostet dann auch Geld. Extrem viel. Deswegen mache ich, jetzt dann erstmal zu Konto und ja. Da mache ich dann übrigens Tutorial an, es geht dann eben, weil ich das nicht so richtig kann mit dem Konto rein und raus. Das ist auch gar nicht so einfach, wie sich es anhört. Nee, wer hat Lust, dass ich darüber mal einen Livestream mache, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann mache ich vielleicht auch mal einen Livestream. Das... Auf sowas sollte man aufpassen, dass keine Ware runterfällt. Ja, so. Mhm. Ist bald geschafft. Hier sieht man schon die Station mit dem Wandern von. So. Park hier einfach mal so ganz stur. Dann gehe ich hier in das Führerhaus, also in das Häuschen, wo man von nur über die Wacht. Und dann mache ich das hier mal an. Dann auf Dokumente oder dann einfach auf Beschicken. So heißt es hier und garantieren das dann praktisch das Gegenteil. So. Wir werden nun die Dorfbahn beschicken. Dazu müssen wir alles erst den Kommandoraum gehen und die Anlage starten. Ich mag das Vorlesen nicht so, das halb lese ich jetzt nicht so viel vor. Touchscreen auf Beschicken. So. Ich überspringe das einfach, weil ich es nicht so mag. Noch absenken, damit die konnten hier auch drüber fahren können, weil die sind ja ziemlich niedrig. So, das war eine Uhr, die gerade piepst. Licht an und Steuerspannung ein. W1 nach links einschwenken, hier auch einschwenken. So, jetzt können wir dann hier drauf und auf Anwurf hier. Ja, viel zu blöd. Ja, ich kann gerne nochmal drauf drücken, aber... So. So.
man kann hier eigentlich überall hin. Im Spiel. Kann ja auch noch alles öffnen, es ist schon irgendwie geil. So. Sieht ihr ab, zum Beispiel gucken, solche Abdeckungen öffnen, die Räder zu kontrollieren. Findet ja auch alles. Gutes. Nicht nichts machen. Wir können auch nachher mal mit der Gondel mitfahren oder halt irgendwann machen. Ich kann übrigens auch die Zeit auch vorspulen, damit alles schneller geht. Und plus und minus, weil ich es am Anfang auch nicht ganz gecheckt habe mit dem Zeit schnell und langsamer machen. Deswegen machen wir mit plus und minus im Spiel. Das dauert echt manchmal echt lang. So. Kommt jetzt nicht mal der erste. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin in minus 400.000. Wie schnell geht das? Hallo? Das ist ein langer Kampf. Da kommen sie schon wieder endlich. Warten, bis sie alle raus sind, voll. Dass auch die 4 raus ist. So.
wir jetzt hier drauf. Hier drauf. Jetzt zieht sich wieder an. Und hier ausschalten. Lichter aus. So. Jetzt drauf schließen. Und dann muss ich natürlich telefonieren. Das ist nämlich ganz wichtig. Zu telefonieren. Gleich. Vielleicht. So. Anrufen. Und dann auf Station besetzen. Gut, Station ist besetzt. Auf Fahrgastbetrieb und dann das geht los. Hier muss ich jetzt die Geschwindigkeit machen, die mir die Kosten zu groß macht, ist so auf. Hier so. Damit es nicht so teuer ist. Ja. Juhu, 1.000 Euro verdient. Damit, ach jetzt das ganz kreativste, ich kann das nicht, kann sowas nicht, jetzt habe ich nicht so viel Geld, aber es kommen wenigstens dann mehr Leute hoch. Jetzt noch zur Hütte fahren voll, nachdem ich jetzt das hier schon geschickt habe, schon ist hier nicht schon erst, so und jetzt gehe ich hier schön liefern. Da habe ich einen Trick gefunden, dass man da einfach nur rückwärts reinfahren muss und schon wieder alles weg. So, ich hoffe nicht mehr, dass das schon alles weg wird. Nein, es ist nämlich. Muss ich nicht mal brauchen. Brauche ich halt zwar mehr Unfälle, aber geht schnell weg. Ups. Alter. Und hier die Piste schön präpariere ich jetzt. Sehen wir auch schon die Leute in unserem 200 Gäste. Finden es gut. 200 Gäste. Ja, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehrere Teile davon haben wollt, lasst ein Like da. Lasst ein Like da, ein Abo.